Heute möchten wir Ihnen das Buch Momente des Lebens von Maile Ira Vollwill vorstellen, einer Autorin, die mit der Europa Verlagsgruppe zusammengearbeitet hat und mit uns ihr Buch veröffentlicht hat. Maile Ira Vollwill wurde 1955 in Köln geboren. Seit ihrer Kindheit beschäftigt sich Maile Ira mit Malerei und Lyrik. Sie hat ein Studium an der Katholischen Fachhochschule für Sozialwesen und Köln angefangen, welches sie aber leider durch eine psychische Erkrankung aufgeben musste. Es folgte eine langjährige Arbeit mit älteren Menschen. Schwerpunkt ist die Betreuung der Menschen zu Hause. Durch die zunehmende Verschlechterung der psychischen Erkrankung muss sie auch diese Arbeit abbrechen. Seit 2005 lebt sie in einer besonderen Wohnform für psychisch erkrankte Erwachsene in Köln. Sie hat in Anthologien, in psychiatrischen Büchern und Zeitschriften veröffentlicht und hält auch Lesungen. Sie führt seit 1992 Ausstellungen ihrer Malerei und Skulpturarbeiten durch. Außerdem besucht sie Schreibwerkstätten, die sie in ihrer schriftstellerischen Entwicklung unterstützen. Liebe Frau Vollwill, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns ein paar Fragen zu Ihrem Buch beantworten. Herzlich willkommen. Ja. Welche Themen bestimmen vorwiegend Ihr Buch? Ja, sind, wie das Buch schon heißt, Momente des Lebens, verschiedene Bereiche. Es geht zum Beispiel um Begegnung, Freundschaft, Liebe, Natur, Krankheit, Leid und Ähnliches. Das sind immer aktuelle Bezüge zu meinem individuellen inneren Erleben. Da spielt immer eine zentrale Rolle, wenn ich schreibe. Okay. Was sind Ihrer Meinung nach die Hauptmerkmale Ihrer Poesien? Also meine Poesie ist immer ein innerer und äußerer Dialog mit dem Geschehen der Welt, geprägt von emotionaler Eindringlichkeit. Und es sind häufig Momentaufnahmen meines Befindens und die versuche ich zu schreiben mit Einfühlungsvermögen und Sinnlichkeit. Das heißt, die sind dann auch geprägt von Einfühlungsvermögen und Sinnlichkeit. Und meine Gedichte bestehen auch aus Sprachspielen, die ich teilweise sehr einfallsreich finde. Und ich nutze eine bildhafte Sprache. Damit meine ich jetzt vor allem die Verwendung von verschiedenen Stilmitteln. Und ich wünsche mir und versuche das auch zu erreichen, dass der Leser Klänge, Farben und Stofflichkeit spüren kann. Und viele Gedichte, das höre ich immer wieder, erschließen sich aber erst im häufigeren Lesen und im Nachsinnen, inhaltlich. Okay. Was möchten Sie gerne dem Leser vermitteln mit Ihren Gedichten? Also ich möchte vor allem meine Botschaften klar und überzeugend vermitteln. Und ich bemühe mich um eine verständliche Sprache mit vielen bunten Adjektiven und kurzen, prägnanten Sätzen. Und für jeden Gedanken brauche ich einen Satz. Das heißt, in meinen Gedichten sind die Sätze mit Punkt abgeschlossen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich vielleicht für Lyrik, aber das ist dann immer ein Gedanke. Und der darauffolgende hat natürlich auch wieder damit zu tun, aber damit man das besser aufnehmen kann, ist das ganz gut. Ich schreibe meistens ohne Reim, aber immer in einem bestimmten Rhythmus. Und ich lege viel, viel Wert auf Bildhaftigkeit. Und manche sagen, dass die Gedichte manchmal so wirken wie ein kleines Sprachkunstwerk. Okay, schön. Ich würde gerne ein bisschen auf Ihre psychische Erkrankung eingehen. Bitte erläutern Sie uns ein bisschen präziser, woran Sie leiden und inwiefern sich das auch in Ihren Gedichten widerspiegelt. Ja, also ich habe eine Schizophrenie, chronifizierte, wie Sie ja eben auch schon sagten, seit meiner Kindheit und habe vielfältige Symptome, die alle in Richtung einer körperlichen Fehlwahrnehmung gehen und habe viele Missempfindungen, viel Zerfall, viele Entstellungen. Das heißt, ich nehme mich selten so wahr, wie ich wirklich bin und meine Menschen gegenüber nehme ich meistens auch als Puppen wahr. Okay. Und das Ganze macht natürlich einen enormen Symptomstress. Mhm. Und Symptomstress macht halt die Situation auch schlimm. Und deshalb versuche ich eigentlich immer, meine Symptome anzunehmen, zu akzeptieren und alles so ein bisschen fließen zu lassen. Und außerdem versuche ich, mich abzulenken und Schönes zu tun.
Mein Kopf muss sich unbedingt mit Schönem füllen, damit sich mein Gehirn umstrukturiert. Also ich nehme dazu alle Sinne. Und beim Schreiben ist es so, dass ich gerne mit allen Sinnen schreibe. Das heißt, ich rieche, schmecke, fühle, schaue und kann dann viel intensiver und besser schreiben. Das ist für mich ein wunderbarer Zugang, bei dieser ganzen Entfremdung und Entwirklichung ans Schreiben zu kommen. Und dadurch sind eben die Dinge auch teilweise sehr komprimiert, aber haben doch so die Formulierung, dass jeder Leser eigentlich einen guten Zugang dazu finden kann. Also es ist nicht typisch krank oder beschäftigt sich mit typisch kranken Inhalten. Das würde ich nicht so sagen. Okay, vielen Dank für die Zusammenfassung. Inwiefern helfen Ihnen die Schreibwerkstätten oder können Sie uns näher erläutern, was genau in den Schreibwerkstätten, die Sie besuchen, passiert? Inwiefern es Ihnen hilft, Ihre Gedanken aufs Papier zu bringen? Ja, ich bin schon sehr lange in Schreibwerkstätten und die werden geführt von einer Cornelia Eses-Kurau. Die ist selber Autorin, hat auch eine Ausbildung, um Schreibwerkstätten leiten zu können. Wir sind da eine Gruppe von jetzt durch Corona etwas weniger Besuchern und Teilnehmern. Und wir bekommen Schreibimpulse. Und ich bin die einzige Psychiatrie-Erfahrene. Wir schreiben dann immer so 10 Minuten zu einem bestimmten Impuls, lesen uns gegenseitig vor, bekommen auch Hausaufgaben auf, lesen die uns auch gegenseitig vor und bereichern uns dann mit Kritik, mit kleinen Anmerkungen, mit Ergänzungen. Und das ist ein sehr schönes Sein. Und ich bin da in der vollen Akzeptanz, obwohl ich ja die einzige Psychiatrie-Erfahrene bin. Es geht darum, dass wir einen guten, fairen, diskriminierungsfreien Kontakt miteinander haben. Und es ist ein sehr schönes Sein für mich da, ganz unabhängig von meinem Sein hier in dem Wohnheim, wo wir auch viele besonders schöne Angebote haben. Das hört sich super an. Okay. Ja. Stehen weitere literarische Projekte an? Schreiben Sie schon an einem nächsten Buch oder möchten Sie erstmal diese Erfahrung setzen lassen? Ja, ich würde natürlich jetzt gerne erstmal schauen, was der jetzige Gedichtband so an Wirkung hat, ob ich da Echos bekomme, ob es interessierte Leser findet. Ich habe mich ja im Internet an den Europa-Verlag gewandt und musste relativ schnell ein paar Gedichte zusammensuchen. Ich habe aber ein sehr großes Repertoire an Gedichten und habe auch schon viele Anthologien veröffentlicht. Und ich würde natürlich sehr gerne noch mal ein Band rausgeben, wenn sich das ergibt. Aber das bleibt erstmal abzuwarten. Ich schreibe immer weiter, weiter, weiter. Und ich denke, auch so im Großen und Ganzen hat sich mein Schreibstil auch verbessert und ist ganz typisch zu erkennen als mein Schreibstil. Sehr schön. Ich danke Ihnen, Frau Vollwill. Das Buch von Maile Ira Vollwill, der Gedichtband Momente des Lebens, ist ab sofort im Buchhandel und online erhältlich, im Paperback-Format und auch als E-Book. Es ist als Zusammenarbeit mit der Europa-Verlagsgruppe veröffentlicht worden. Vielen Dank.